Das ist doch mal idyllisch hier. Schön hier. Glaubst du, die Frau hat mit ihrer Vermutung recht? Oh, ich weiß es echt nicht. Kann man sich kaum vorstellen, oder? So schön, wie es hier ist. Hallo? Hallo, sind Sie Frau Mann? Ja, die bin ich. Mein Name ist Stehler, meine Kollegin Stamm. Wir sind von der Kriminalpolizei. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Sie hatten angerufen, weil Sie vermuten, dass Ihre Tochter einen Bombenanschlag plant? Ja, ich hoffe immer noch, dass ich mich da irre. Das hoffen wir auch. Zeigen Sie mal. Nehmen Sie mal mit. Da vorne ist gleich die Scheune. Aha. Der Hof lief früher besser, aber jetzt mit der Wirtschaftskrise ist es schwierig. Mein Mann muss sogar das Geld auf Montage verdienen. Und Sie arbeiten ganz allein hier auf dem Hof? Ah ja, ich suche dringend Helfer, aber es meldet sich ja keiner. Okay. Hier trifft sich meine Tochter neuerdings mit ihren Freunden. Lebt Ihre Tochter denn noch hier auf dem Hof? Die ist noch in der Ausbildung und da kann sie sich von dem Gehalt keine eigene Wohnung leisten. Und Platz ist ja genug. Hier ist ein Bild. Das ist sie. Okay. Kennen Sie die anderen Leute auf dem Bild? Nur flüchtig. Für die jungen Leute ist es hier draußen in der Einöldig viel zu uninteressant. Die treffen sich doch lieber in der Stadt. Ich zeige Ihnen mal, was ich gefunden habe. Ach Gott, bitteschön. Ah ja. Ich sehe schon. Das sind Nazi-Devotionalien. Der Besitz alleine ist nicht unbedingt strafbar. Die Verbreitung dafür schon. Ja, wir müssen das prüfen. Ich weiß nicht, was mit dem Kind los ist. Wir haben uns früher so gut verstanden und jetzt, seit ein, zwei Jahren, seit sie diese neuen Freunde hat, zieht sie nur noch über Ausländer her und früher konnten wir über alles reden. Und jetzt, die ist voller Hass, ja. Ausländer sind an allem schuld, an der Arbeitslosigkeit, an den hohen Steuern, an der fehlenden Subventionierung für die Landwirtschaft. Hier. Die Anleitung, wie man mit Benzin eine Bombe bauen kann. Kennen Sie zufällig die Frau hier auf den Bildern? Nee. Aber doch, ich glaube, die habe ich schon mal in irgendeiner Zeitung gesehen. Okay. Oh, Moment. Heimlich aufgenommene Fotos von einer fremden Frau, eine Anleitung zum Bombenbauen. Ich krieg langsam Angst. Ja, ich kann verstehen, dass Sie sich Sorgen machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es unglaublich schwer für Sie gewesen ist, bei der Polizei anzurufen und das Vorgehen Ihrer Tochter zu melden. Aber Sie haben absolut das Richtige getan. Also ich habe alles fotografiert. Wir werden die Unterlagen mal auswerten. Und versuchen herauszufinden, wer die Frau ist. Frau Mann. Und wenn noch irgendwas ist, bitte melden Sie sich. Und ich würde Sie bitten, Ihrer Tochter nichts davon zu erzählen, ja? Dass Sie uns informiert haben. Das ist wichtig. Okay. Wenn man die so sieht, glaubt man gar nicht, dass die so rechtsradikal sind. Ich kann solche Leute einfach nicht ab. Ich habe selber super viele Freunde mit Migrationshintergrund. Und wenn wir da manchmal unterwegs sind abends, ja, die kassieren öfter mal so einen rechtsextremen Spruch, ja? Leute, guck mal, das ist doch die Frau von den Fotos. Da hat die Frau Mann recht gehabt, die war doch in der Zeitung. Ja, eindeutig dieselbe Frau. Frau Helene Kalter, Berufsschullehrerin in Kolberstedt. Das ist die Nachbargemeinde von diesem Hof von den Manns. Und die hat sich anscheinend sehr laut und aktiv für die Schließung von diesem, so wie sie es genannt hat, Schulungszentrum für Neonazis eingesetzt. Mit Erfolg. Diesem Pächter Dietmar Landowski wurde der Vertrag gekündigt. Guck doch mal, was du über den findest. Ja, das Schulungszentrum. Steht gleich auf der ersten Seite, dass es geschlossen ist und dass sie eine neue Unterkunft suchen. Ja, aber was passiert da in so einem Schulungszentrum? Ich meine, die können doch nicht öffentlich Werbung machen für den Nationalsozialismus. Naja, öffentlich natürlich nicht. Aber da gibt es viele Vorträge und Seminare unter so Themen wie Geschichte der Region, Freizeitgestaltung, Umweltthemen. Also auf den ersten Blick alles völlig unverfänglich. Das Ganze hat Methode. Und nicht nur hier. Die kümmern sich einfach um alles. Also Betreuung für Senioren, Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche, Jugendreisen
Oder aber auch um Bürgerinitiativen, wenn es ganz um reale Dinge geht. Ja? Und irgendwann kommen sie halt mit ihren antidemokratischen oder rassistischen Methoden um die Ecke. Ich guck mal, was ich über diesen Landowski finde. Jo, der ist einschlägig bekannt im rechtsextremen Milieu. Veranstalter von Konzerten, Anmelder von Demos und einen einschlägigen Online-Shop hat er auch. Ja, gegen den wurde er schon öfters ermittelt, allerdings immer ohne Erfolg. Der weiß anscheinend genau, wo die Grenze zur Kriminalität verläuft. Hier, die stecken unter einer Decke. Und die Frau Kalter sorgt dafür, dass das Zentrum geschlossen wird. Dann sitzen die Nazis auf der Straße und verabreden sich dann in der Scheune von Miriams Eltern und planen die Rache gegen Frau Kalter. Diese Frau Kalter, die müssen wir dringend benachrichtigen. Ich guck mal, wo sie wohnt. Hallo, Frau Kalter? Ja? Stamm von der Kripo. Mein Kollege Stehler. Wir haben begründeten Verdacht zu der Annahme, dass ein Anschlag auf Sie verübt werden soll. Dürfen wir vielleicht kurz reinkommen? Ja, sicher. Bitte sehr. Danke. Anschlag? Was haben die Nazis denn nun schon wieder vor? Nun schon wieder? Das heißt, es wurden schon öfter Anschläge auf Sie verübt? Naja, also ich habe dafür gesorgt, dass das Schulungszentrum dieser Nazis geschlossen wurde. Und seitdem bekomme ich nächtliche Anrufe, Drohbriefe. Ja, und die Autoreifen von mir wurden auch schon aufgeschlitzt. Das haben Sie aber schon der Polizei gemeldet, oder? Sicher, klar. Aber der örtliche Obernazi Dietmar Landowski hat einen sehr guten Freund bei der Polizei. Ja, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich habe kein großes Vertrauen in die hiesigen Behörden. Okay. Haben Sie die Drohbriefe vielleicht noch? Ich würde die gerne mitnehmen. Vielleicht können wir noch irgendwelche Spuren dran sicherstellen. Ja, sicher. Die müsste ich nur holen. Kleinen ja, Moment. Ja, machen Sie, danke. Keine Eile. Meinst du, die Story stimmt mit dem Typen bei der Polizei? Ich hoffe nicht. Ein so ein Idiot macht den ganzen Ruf der Behörde kaputt. Allerdings. Man sollte diese Gemeinschaft mal grundlegend das Handwerk legen. Da gebe ich dir absolut recht. Aber uns fehlen einfach noch die Beweise. Ja, und das Ganze muss schnell passieren. Wer weiß, wann der Bombenanschlag durchgeführt werden soll. Weißt du was? Wir sollten die ganze Scheune verwanzen und abhören. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Was hast du vor? Ja, so einfach. So einer Sitzung einmarschieren wird nicht funktionieren. Nein. Ich könnte mich auf dem Bauernhof einschleusen und versuchen, Informationen über die Tochter rauszubekommen. Ja, wie willst du denn das machen? Ja, die Frau Mann hat doch gesagt, die suchen noch eine Aushilfe. Hm. Weißt du was, wenn wir im Auto sind, rufe ich die Frau Mann direkt an. Ich würde am liebsten da gerne heute schon loslegen. So, das müssen alle sein. Ah, oh, ich sehe schon, okay. Also wir nehmen die mit und gucken, ob wir vielleicht rausfinden, wer der Absender ist. Gut, das war's eigentlich auch schon. Okay, vielen Dank. Nicht dafür. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Na, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie war die erste Nacht auf dem Hof? Gut, danke. Ja? Ah, das ist meine Tochter. Hi, ich bin übrigens Philipp. Hi, Miriam. Hi. Bin drin. Wie kommt einer wie du in einen Ort wie diesen? Ja, ich bin vor kurzem arbeitslos geworden. Ehrlich gesagt würde ich jeden Job annehmen, den ich gerade kriegen kann. Scheiße, sorry, Mann. Aber Arbeitslosigkeit ist gerade echt ein großes Thema in Deutschland. Hm. Aber hey, anstatt dass der Staat da mal durchgreift und was dagegen macht, ja, buttert er einfach Milliarden in Asylanten und Flüchtlinge rein, die eh nicht arbeiten wollen. Ja, ich mag solche Leute auch nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass die wenigsten so sind. Die meisten Ausländer wollen auch arbeiten und sich integrieren. Auch nicht besser, nehmen die restlichen Jobs weg oder was? Also ganz ehrlich, so alle Ausländer müssen einfach weg, die sich nicht benehmen können. Ob jetzt Araber oder Türken oder vor allem Afrikaner, einfach alle raus aus Deutschland. Sag mal, hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, war mal was auf dem Volksfest. Aber ich meine, die haben halt einfach keinen Respekt vor Frauen. Die begrapschen jeder, die denen in den Weg kommt. Also die afrikanischen Flüchtlinge, nee, kein Respekt. Warum jetzt speziell die Afrikaner? Ja, ich muss zur Arbeit, sorry. Okay, ciao. Hey Alex, du, pass auf, ich habe mich gerade mit der Tochter Miriam Mann unterhalten. Da muss irgendwann mal ein Vorfall auf dem Volksfest gewesen sein mit Afrikanern. Check die bitte mal, vielleicht gab es eine Anzeige oder so. Danke dir.
Jo, Dani, ich wollte nur sagen, Kameras platziert. Was? Anschlag auf Frau Kalter?